The biggest transformation Jeepster McJeepface has ever seen, ever since this thing was built, starts today. I got Alex here with Steve Bruchlack. He flew in all the way from Germany, is now here in Alabama with me in our rental paint booth, and we're going to town on this thing. Alex is known for his insane art cars. Today, we are doing his magic on the Jeepster. Everything that is not supposed to get any paint on it is getting taped off. After that, we tack it off one more time. Then we can actually get started. Here's a little preview of the product we're going to use in order to get this Jeepster to the point where we want it. Huge shout out to Seymour Paint. This is their brand new automotive touch-up paint that's not yet released yet. So we're testing it for them. Obviously, some matte clear, some flattening additive to make it even more flat, and reducer and activator. And then down here, we got some graffiti cans that Alex brought. Different stages of red, silver, black. This thing's gonna be wild. Everything we've tested so far is golden. So if you guys are interested in this stuff, it will be released towards the end of the year, but they have over 150,000 different color codes, like automotive to paint, touch-up paint, everything you could possibly need. So throw the link down below. You guys can go check it out. So what's happening behind those doors right now is that he has over 15 different stages of red tones and black tones that he's applying in different layers. Once he's done with that, we're going to put basically a coat over it to seal it, and then the next layer comes on top of it. So, jetzt haben wir erstmal so die Grundsubstanz erstmal stehen, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Rot drauf. Das geht jetzt immer wieder. Es wird hell, es wird wieder dunkel, es wird wieder hell, bis dahin, das komplett stimmig ist, bis das sitzt. Das sieht jetzt schon so krass aus, Alter. Ja. Wie lange hast du hier? Eine halbe Stunde, Alter? Deswegen sag ich ja, Alter, Power, Alter. Wenn ich einmal drin bin, wenn das Ding steht, geht das los. Dann geht das bang, 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 haut das Ding. Wie machst du das mit der Innenseite von der Tür? Machst du ja nachher auf? Wenn ich hier alles fertig habe, mache ich die auf, sprühe drin erstmal alles aus, nebel mir das an, dann nehme ich auch ein dünneres Cap. Jetzt haben wir so ein Cap hier, gucken. Bang, bang, bang. Roter Lack von Seymour Paint. Richtig, richtig geiler Lack. Also ich habe gestern schon mal kurz ein bisschen abgecheckt. Richtig geil, Alter. Der ist so ein bisschen transparent hier auch. Damit kannst du geile Effekte erzielen. Also bang, bang, bang. Sehr geiler Stuff. Wir haben ja jetzt schon mal mit den Dosen alles vorgearbeitet an dem Jeep. Haben schon mal ein Fadings gesetzt. Und jetzt spielt mir dieser Lack total in die Karten, weil er ein bisschen transparent ist. Und damit ich mir jetzt nochmal einen Nebel rauflege auf das Auto, nochmal einen Rotton mit reinbringe, um dann nachher darauf zu zeichnen. So, dann machen wir mal auch wieder eine 200er Mischung. Und dann sind wir aufgegangen. Auf 5. Wie läuft's? Geil, Digga. Schicht ja. Drauf. Jetzt mal eine Schicht hinterher. Warum schleifen? Zack, zack, zack. Outlines drauf. Ciao. Fertig. Bang, bang, bang. I introduce Alex and Andy to the Lord's Chicken. Ja. And they loved it. They were completely in love with it. And Alex thinks that the Chick-fil-A milkshake is by far the best milkshake on the planet. So it's kind of funny. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt Outlines, Alter. Bang, bang, bang. You can see he's taking literal paint markers and is outlining the entire vehicle and freestyling this whole thing basically. This is nothing, like he doesn't have a drawing before this, he's completely freestyling this from start to finish. I've watched all of Alex's videos, even his YouTube channel, which obviously link in the description if you want to check out his channel. But I've seen the customer reactions whenever they were part of the process, and every single one of them freaked out when he first starts because you just can't see the whole vision yet by the first couple of, you know, pinstripes. So it's gonna take a little while until you really
really see the vision behind it. Ich mache nie alles schnell, also nicht eine Seite fertig. Yeah. Ich gehe immer rum. If you guys are interested in something like this, let us know in the comments. I definitely want to know. If you guys like this style or any of the other styles that you've seen throughout this video, maybe we can make something happen and fly him over here a couple times a year, knock out some vehicles and, you know, go wild with it. The black outlines are pretty much done. So now the next step is red and white outlines. Ich setze die schon bewusst die Punkte, aber ich setze sie eher so, dass ich mein schönes Auf und Ab habe. Dass ich nicht zum Beispiel nur rot, rot, rot habe, sondern hier mal einen roten Strich, da mal eingesetzt, da mal ein. Und immer so ein bisschen, dass das sich schön verteilt. Okay. Sonst wäre das auf einer Linie alles, würde das komisch aussehen. Andy, Alex's buddy that came with him, going crazy with some Seymour spray paint on the Jeepster emblems. We are down to the white outlines. Erzähl mir mal gerade, warum wir hier die weißen Outlines setzen. Das ist einfach eine Lichtklampe, aber die ist natürlich jetzt so hart auf den Strich fixiert. Aber die muss da sein, weil wenn auf irgendwas eine Sonne scheint, hast du immer irgendwo Glanzpunkte. Und das soll quasi den Glanzpunkt imitieren. Alright guys, now it's time for this. Ah. Ja, da hängt schon drin. Amateure. Take two. So next step will be, was war der nächste Schritt? Matt, flat. Assi, Alter. Prost. Ich kann nicht mehr. Alter, ich war die ganze Zeit, dass du das nicht mitkriegst. Ich war die ganze Zeit so am Drücken und ich so, warum kommt der nicht, Alter? Und dann war der. While Alex is clear coding, Brittany was so kind to went to the grocery store for us and got a bunch of sausage and chicken and corn and potato salad. So we're gonna have a little family dinner here all together. Very good. The next day. Der wird jetzt mal schön geschliffen einmal, überall alle Ecken und Kanten. Und ja, wenn der dann wieder sauber ist, geht er wieder rein und dann geht's in die finale Schicht. Dann haben wir es fertig. Once the body is done, we still have to do the brand new KMC beadlocks, the rings around the headlights. We're gonna do something on the winch and the Factor 55 Ultra Hook. License plate frame, KC highlight covers, only two of them just for the outside. Tail light covers and windshield frame. And the door inserts. Those guys here. Was sagst du? Richtig geil geworden. Komm, wieder leuchtet, wow. Alter. Ja, Mann. Das ist richtig fett geworden, Mann. Wow. 2 seconds later. We made it to Daytona Beach. Currently driving into the Show and Shine contest to see what this bad boy can do. Hier ist es Alex. Die sind alle wahnsinnig hier. Diese geilen Guys. Thank you. Ich dreh durch. Ey, was hier abgeht. Wie freundlich auch die Leute sind, wie geil die drauf sind. Ja. Wow, danke, Digga.